Ich muss wirklich das Gefühl, ich weiß auch, dass ich jetzt irgendwie zuwarten kann. Du machst voll mit mir. Ja, das ist schon cool. Und danach noch YouTube, logisch. Also gut, hast du jetzt oben dran geschliffen. Okay. Aber sonst, es gibt oben durch so ein bisschen Fräskontur drin, wie ich gegangen so. Steppweise fräse es ab und dann hat es einen 7mm Raster. Ja. Aber sonst ist das so, wie es rauskommt. Also insbesondere auch da innen. Da tue ich unterfräse, gehe noch drin, damit das Ganze resonant wird und leicht. Ja. Dünn ist es da. Ich habe zwei Sachen gemacht. Also ganz tief hineingeht. Das habe ich gemacht, bevor ich es verleimt habe. Da bin ich mit der Kettensäge. Wie die, die die Wänke machen. Einfach. Du musst es einfach können. Oder? Und, und dann habe ich es zusammengelimt und jetzt da noch mit einer Fräse, die 70er Durchmesser hat und einen kleineren Schaft, einen 20er Schaft, kannst du dann da kannst du dann von hier draussen raus. Dann ist es gut, dann tönt es. Sonst ist der Ahorn nicht so schaurig ideal. Die Leute wollen es auch wegen der Optik mit den Flammen und so. Aber eigentlich akustisch bringt er nichts. Ich brauche es auch nur als Deckel. Gell? Ja. Nein, du kannst einfach einen holen, komm. Ja, vom Mahagoni muss ich schauen, dass ich einen ein weniger dichten habe. Wo einfach der Luftanteil drin ist immer gut für die Akustik. Schön. Also ein leichtes Holz tönt besser. Grundsätzlich kann man das so sagen, aber das Beste ist eigentlich total steif und leicht. Ja. Das resoniert wie einem Ohr. Eben. Also darum eigentlich so Schaumstrukturen mit hartem Material. Genau. Harte Schale, weicher Kern. Das ist ein Produkt. Das klingt gut. Interessant. Manchmal gibt es eben auch Unterschiede. Also, wie soll ich sagen, du hast die Regeln, die mit uns nicht Hölzern durchbrechen. Der Patrick und der Bilga sind zu wenig. Huren gut tun, obwohl sie schwer sind. Okay. Das hätte ich nie gedacht. Beim Bubinga habe ich immer das Gefühl, ja. Probierst du einfach irgendwelche Hölzer aus? Das ist ja auch ein Griffbrett, das braucht Rolf Bubinga. Ja, dort würde es auch noch für sein. Für den 8-Seiter, ich habe mal ein Foto geschickt von dem 8-Seiter Lefty. If you fall, I will catch you. I will be waiting. Time after time. Time after time. Thank you.
Bye.